Makan. Noch heute sind sie eine beispiellose Herausforderung für jeden, der versucht, in sie einzudringen. Als erster Europäer wagt sich der schwedische Forscher Sven Hedin tief in die großen Wüsten vor. Immer wieder führt er Expeditionen in das verborgene Herz Asiens. Er will die letzten Rätsel dieser faszinierenden Weite lösen. Auch wenn er dafür sein Leben und das seiner Leute aufs Spiel setzt. Im versunkenen Königreich Loulan lüftet er das jahrtausendealte Rätsel um den wandernden See Lop Nor. Und in der Gobi erforscht er die geheimnisvolle Ruinenstadt Karakoto. Unbeirrt macht er sich die fremde Welt zu eigen. Sven Hedin verwirklicht einen verwegenen Plan. Mit nur wenigen Begleitern will er die Taklamakan durchqueren. Über fast 1 Million Quadratkilometer erstrecken sich die Wüsten auf den Territorien Chinas und der Mongolei. Beim Aufbruch der kleinen Karawane Hedins prophezeien ihr die Einheimischen das sichere Scheitern. Die Kameltreiber füllen an der letzten Wasserstelle die Tanks nur zur Hälfte. Ein verhängnisvoller Fehler, den der Forscher erst spät bemerkt. Doch sein brennender Ehrgeiz lässt ihn nicht immer weiter in die Wüste. Längst ist der letzte Wassertropfen verbraucht. Den sicheren Tod vor Augen trifft Hedin eine grausame Entscheidung. Er überlässt die verdurstende Mannschaft samt den Tieren ihrem Schicksal. Nur von einem Diener begleitet, zieht er weiter. Während eines Sandsturms verirren sie sich. Nach Tagen ohne Essen und Trinken bleibt auch der Begleiter total erschöpft zurück. Alle Hoffnung schwindet. Obwohl jeder Schritt zur unerträglichen Qual wird, kämpft Hedin sich vorwärts. Wie durch ein Wunder erreicht der völlig Entkräftete ein rettendes Wasserloch. Die Schilderung vom Untergang seiner Karawane und der als Heldentat gefeierten Rettung seines Dieners macht den Schweden zum berühmtesten Forscher seiner Zeit. Die Wüste lässt Hedin nicht los. 1927 bricht er am Gelben Fluss auf, um die Gobi zu durchqueren. Dieses Mal ist er in Begleitung eines Filmteams nach Zentralasien zurückgekehrt. Mit seinem Lieblingsmarsch beginnt der große Feldzug gegen die Wüste. Der Forscher führt die größte wissenschaftliche Expedition, die sich jemals in das noch unbekannte Innere des Kontinents vorgewagt hat. Im Auftrag der Lufthansa soll sie erkunden, ob Flugzeuge die gewaltigen Wüstenflächen gefahrlos überfliegen können. Voraussetzung für eine Flugroute von Deutschland nach China. Die zukünftigen Piloten müssen die Wetterverhältnisse genau kennen und brauchen Zwischenlandeplätze. 850 Kilometer extremster Marschbedingungen liegen vor ihnen. Der Weg führt vom Gelben Fluss zum Fluss Etzingol. Die Mongolen kennen die Strecke nur als Leidensweg der Kamele. Jahrzehnte später bricht wieder eine Expedition auf, um die Wüste auf Hedins Spuren zu bezwingen. Wir wollen mit 16 Jeeps, ausgerüstet mit Zusatztanks und verstärkten Achsen, in das Herz des Sandmeeres vorstoßen. Selbst mit modernsten Hilfsmitteln ist die Durchquerung der großen Wüsten Zentralasiens noch heute eine riskante Herausforderung. Trotz optimaler Ausstattung bewegen wir uns nur im Konvoi vorwärts. Doch das hautnahe Erleben einer atemberaubenden Welt wiegt alle Mühen auf. Wenn es auf der Erde überhaupt kein Weiterkommen mehr gibt, bedienen wir uns der modernen Luftfahrttechnik. Man hat einen Vergaser dann bitte in das Loch mehr stecken. Mit Hilfe des motorisierten Gleitschirms kann Willi ewig weit hinaus in das schier unendliche Dünenlabyrinth vordringen.
Eine in der weglosen Einöde höchst gefährliche Unternehmung. Bei starken Windböen droht der Flieger abgetrieben und irgendwo im Nichts zu Boden gedrückt zu werden. Doch dafür locken magische Orte, die noch nie eines Menschen Fuß betreten hat. Seit Jahrtausenden haben Riesendünen das Herz dieser Wüste vor Eindringlingen geschützt. Der Pilot gleitet über eine Traumwelt, Bilder wie von fernen Planeten. Nur die wilden Kamele flüchten vor dem ungewohnten Motorenlärm. Sie galten bereits als ausgestorben. Auch Sven Hedin träumt von solch aufregenden Einblicken von oben. Die deutsche Lufthansa soll sie ihm verschaffen. Der Forscher wähnt sich bald am Ziel. Im Jahr 1927 verfügen Flugzeuge noch über eine geringe Reichweite. Aber die deutsche Lufthansa hat ehrgeizige Pläne. Die Einrichtung einer Fluglinie zwischen Berlin und Peking. Darum lautet Hedins Auftrag: Einrichtung von Wetterstationen und Treibstoffdepots in der Wüste. Als Gegenleistung finanziert die Lufthansa seine Expedition mit der erstaunlich hohen Summe von 1,5 Millionen Reichsmark. Hedin soll einen umfassenden Atlas Zentralasiens erstellen, unerlässliches Hilfsmittel für die Piloten. Immer wieder aufs Neue misst der Forscher die täglich variierende Schrittlänge seines Kamels, um gleichbleibend exakte Entfernungsangaben zu erhalten. Es legt durchschnittlich 4,695 Kilometer in der Stunde zurück. Die in einem bestimmten Zeitraum gezählten Kamelschritte sind Grundlage für die neuen Orientierungskarten, die den Vergleich mit modernen Satellitenfotos nicht scheuen müssen, wie die Untersuchungen des deutschen Professors Hans Böhm ergeben haben. Trotz der primitiven Hilfsmittel, die Hedin zur Verfügung hatte, konnte er Karten hoher Qualität und Präzision veröffentlichen. Schon das Erscheinen des ersten Kartenblattes seines Zentralasien-Atlases 1941 in Deutschland wurde als eine Großtat deutscher Wissenschaft im Krieg gefeiert. Ende des Krieges wurde das gesamte Material von amerikanischen Truppen beschlagnahmt. Die militärische Bedeutung dieser Karten zeigte sich, als amerikanische Flieger kürzlich Afghanistan bombardierten und dabei Karten an Bord hatten, die auf der Grundlage von Hedins Aufzeichnungen entwickelt wurden. Unsere Jeeps bewegen sich mehr als 10-mal so schnell vorwärts wie Kamele. Hedin verzweifelte am langsamen Tempo seiner Karawane. Die Wüstenfahrt ist bisher eine Erfahrung von Unendlichkeit und friedvoller Natur. Doch der Schein trügt. Eine Wolkenwand verdunkelt die Sonne. Der berüchtigte Gobi-Sandsturm zieht herauf. Die Wüste beginnt zu vibrieren. Alles gerät in Bewegung. Um uns herum tobt tagelang ein brüllendes Inferno. Heimat der brausenden Stürme nennen die Nomaden ihre Wüste. Eine Fahrt wie in der Geisterbahn. Für eine Kamelkarawane ein Höllentrip. Im Durchschnitt fegen Stürme an 52 Tagen im Jahr mit mindestens Windstärke 8 über den ausgetrockneten Boden. An 21 Tagen rasen schwere Sandorkane mit ungeheurer Gewalt über den Norden Chinas.
Plötzlich ist die Wüstenwelt wieder in Ordnung. Der Yue-Yat-Chuen, der Mondsichelsee, ist von einem Geheimnis umgeben. Denn die Ursache für seine Existenz sollen rätselhafte unterirdische Quellen sein. Selbst den Wissenschaftlern bereitet der See mit seiner magischen Schönheit Kopfzerbrechen. Spezialisten des Chinesischen Instituts für Wüstenforschung und ein deutscher Professor für Geomorphologie erkunden seit Jahren systematisch das Phänomen der Wüstenseen. Doch vor jeder Erkenntnis türmt die Wüste einen Berg Strapazen. Einmal Sandblech unter der Vorderachse, dann kommt er hoch. In den gewaltigen Dünenfeldern kommen auch die PS-starken Jeeps nur mühsam vorwärts. Selbst fahrerisches Können und Erfahrung können im tückischen Flugsand das Festfahren oft nicht verhindern. Dann kann nur das Team weiterhelfen. Die Wissenschaftler lassen sich von Satellitenmessungen den Weg durch das Labyrinth der Megadünen weisen. Die endlosen Weichsandpassagen machen das Vorwärtskommen zur Qual. Nur bei minimalem Reifendruck können die glühenden Profile überhaupt noch greifen. Eine Expedition in das Innere der Gobi ist ein gefährliches Abenteuer geblieben. Nach 3 Tagen stoßen die Wissenschaftler endlich auf Nomaden, die in völliger Abgeschiedenheit ihr Dasein fristen. Der Geomorphologe Professor Dieter Jeckel will den Beweis für seine These antreten. Die Existenz verborgener Wasservorkommen mitten in der Wüste. Immer wieder ist der Berliner hierher zurückgekehrt, wie Sven Hedin der Wüste verfallen. Im Jahre 1988 hat Professor Jeckel auf Satellitenfotos über 100 Seen in der Badan-Chilin-Wüste entdeckt. Auf 5 großen Expeditionen hat er sie systematisch erforscht. Am Fuße einer gewaltigen Düne beginnt der Professor zu graben. Und tatsächlich sammelt sich am Boden eines Lochs schon nach wenigen Spatenstichen das erste Nass. Wie ein Wunder erscheint diese Entdeckung, denn der Ort liegt weit vom nächsten Fluss entfernt. Diese Wasserprobe ist jetzt noch trübe. Nach einigen Minuten setzt sich die Trübe ab und wir haben reines Trinkwasser. Die Düne hat sich als riesiger Speicher entpuppt. Das Wasser stammt von den durchschnittlich 100 mm Niederschlag, der jährlich in dieser Wüste niedergeht. Es sickert schräg nach unten bis zu einer undurchlässigen Erdschicht und sammelt sich am sogenannten Quellhorizont. Weil in dieser sonst so öden Landschaft das Grundwasser an die Erdoberfläche steigt, entsteht ein faszinierendes Biotop. Wüstenspargel heißt diese kuriose Pflanze. Eine verblüffend große Anzahl von Tieren und Pflanzen hat sich in der paradiesischen Mini-Oase angesiedelt, weit entfernt von ihren Artgenossen. Doch was für unsere Augen so idyllisch erscheint, ist ein schonungsloses Ringen um die begrenzten Ressourcen. Der immerwährende Überlebenskampf prägt auch diesen Garten Eden in der sonst so lebensfeindlichen Wüste. Wir müssen ein Hindernis der besonderen Art überwinden: das Raketenversuchsgelände der Volksrepublik China. Selbst der Pistenverlauf ist hier militärisches Geheimnis. Seit Wochen sind wir auf Sven Hedins Spuren unterwegs. Die pausenlose Anspannung zehrt an der Kondition und zerrt an den Nerven. Die Extremwüste verzeiht keinen Fehler.
und die bedrückenden Symbole des Todes sind überall unübersehbar. Ein grausiger Anblick. Nur der Nasenpflock ist dem Kamelgerippe geblieben. In der Nähe ragen merkwürdige Holzstümpfe aus dem Sand. Die abgestorbenen Überreste eines Waldes. Erster Hinweis auf die vor langer Zeit mächtige Stadt Karakoto. Dann tauchen wie eine Erscheinung die halbversunkenen Bauwerke von Karakoto aus den Dünen auf. Ihr Name bedeutet die Schwarze Stadt, das letzte Denkmal des Mongolischen Reiches in China. Vor 650 Jahren ging die kosmopolitische Metropole am Etzingol unter, weil ihr die chinesischen Erzfeinde das Wasser abgruben. Viele Legenden ranken sich um das einst so prächtige Handelszentrum, das in seiner Blütezeit die Karawanen auf der Seidenstraße kontrollierte. Die Geschichten erzählen von unermesslichen Reichtümern, vergraben von ihren Bewohnern, als sie Karakoto aufgeben mussten. Doch trotz ehrgeiziger Suchkampagnen von Archäologen und Abenteurern sind die Schätze nie entdeckt worden. Und niemand kann mit Sicherheit sagen, ob sie nicht insgeheim geraubt wurden oder nie existierten. Vielleicht liegen sie aber immer noch tief in der Erde verborgen. Überall kommen die Überreste der Vergangenheit ans Tageslicht. Vielleicht wartet der sagenhafte Schatz irgendwo doch noch auf seinen glücklichen Finder. Die Chinesen hatten die unbotmäßige Festung belagert und ließen ihre Bewohner verdursten. Die Stadt wurde zerstört und geplündert. Nachts sollen die Ruinen von den Geistern der Verdursteten heimgesucht werden. Und der ehemalige Fürst der Stadt spuke auf den zerstörten Mauern, so weiß der Volksglaube. Karakoto bleibt bis heute voller Geheimnis. Unsere Ankunft am Etzingol ist ein Schock. Der Fluss ist völlig ausgetrocknet. Vor 75 Jahren lag Hedins Karawanencamp noch an einem idyllischen Wasserlauf. Er führte so viel Wasser, dass der Forscher sofort eine Bootsfahrt unternahm. Das Wasser des Flusses muss einen weiten Weg zurücklegen, wenn es bis in diese Oase gelangen soll. Es stammt von den bis zu 7000 Meter hohen Bergen am Rande der Wüste. Das Schmelzwasser aus den eisigen Schneefeldern und blau schimmernden Gletschern lieferte dem Etzingol immerwährenden Nachschub, bis der Mensch es umgeleitet hat. Reißende Bäche durchströmen wilde Schluchten, bevor sie aus dem Gebirge in die Gobi und Taklamakan gelangen. In breitem Strom ergießt sich dann das Wasser wie ein Fremdkörper durch die Sandebenen. Nach monatelangem Marsch und dem Verlust von über 30 Kamelen hat Hedins Karawane endlich den lang ersehnten Lagerplatz erreicht. Frisches Trinkwasser und schattenspendende Bäume. Für den Forscher ist es das Paradies am Etzingol. Nächtelang sitzen die ausgezehrten Männer nun am Lagerfeuer. Hedin führt wie immer mit seinen Abenteuergeschichten das große Wort. Alle sind begeistert von der Begegnung mit der lebendigen Kultur der Mongolen.
Doch der grausame Winter steht bevor. Hedin hätte hier den richtigen Moment zum Aufbruch verpasst. Das werfen ihm Kritiker später vor. Wenn das Feuer längst erloschen ist und seine Mitarbeiter fest schlafen, beginnt das zweite Leben des Sven Hedin. Dann sitzt er bis zum frühen Morgen und verarbeitet die Notizen des vergangenen Tages. Unermüdlich zeichnet er Karten und schreibt Geschichten. Aber auf seine eigene Geschichte fällt heute ein dunkler Schatten. Professor Dr. Hans Böhm von der Universität Bonn untersucht seit langem Hedins verdeckte Finanzierungsquellen. Aber erst der Zufall bringt ihn auf die Spur eines sensationellen Falles von militärischer Spionage. Obwohl Hedin sich für die Unterstützung durch die deutsche Lufthansa bedankt, habe ich keine Belege dafür finden können, dass die Lufthansa der Geldgeber gewesen ist. Im Archiv des Auswärtigen Amtes habe ich geheime Dokumente finden können, die eindeutig belegen, dass die Reichsregierung der eigentliche Geldgeber gewesen ist. Vereinbart wurde eine Summe von 6,5 Millionen Euro umgerechnet unter der Bedingung strengster Geheimhaltung. Die Ausführung des Unternehmens würde in den Händen der Lufthansa liegen. Eine finanzielle Beteiligung des Reiches dürfte nach außen nicht in Erscheinung treten. Strengste Geheimhaltung wird von allen Beteiligten als unerlässlich angesehen. Die 8 deutschen Offiziere unter den Expeditionsteilnehmern errichten bei den Chinesen den Verdacht der militärischen Erkundung. Das heißt der Spionage. Die Einrichtung einer Wetterwarte steht ganz oben auf der offiziellen Wunschliste der Lufthansa. Der Chefmeteorologe Dr. Haude kommandiert eine ganze Schar von Mitarbeitern, die täglich die Messinstrumente ablesen und mit Hilfe eines Wetterballons die Windverhältnisse in großen Höhen beobachten. Präzise Daten über Wetter- und Windverhältnisse wünscht sich auch immer wieder unser Expeditionspilot. Okay, alles klar. Besondere Gefahr herrscht beim Start, wenn plötzlich Windböen den Gleitschirm seitlich erfassen und zum Absturz bringen. Was? Keine Sorgen, lass einfach liegen. In Bodennähe ist es oft so windstill, dass der Paraglider kaum Auftrieb hat. Aber über den Dünen ist jederzeit mit heftigen Höhenwinden zu rechnen. Trotz seines großen Geschicks gelingt es dem Piloten nicht immer gegenzusteuern. Dann wird er zum Spielball der Luftströmungen. Zwei lange Monate bleibt die Expedition am Etzingol. Für Hedin eine günstige Gelegenheit, die Welt über den Erfolg der Unternehmung und seine außergewöhnlichen Erlebnisse zu unterrichten. Der Bestseller-Autor vergisst nie, an den lukrativen Nebenverdienst zu denken. Am Nationalfeiertag veranstalten die Mongolen traditionell sportliche Wettkämpfe. Höhepunkt des großen Nadamu-Festes ist das Ringen der starken Männer. Eine willkommene Abwechslung im oft eintönigen Lagerleben. Schon zu Zeiten von Genghis Khan haben die Nomaden so ihre Kampfkraft trainiert. Und? Auch die heute noch überall stattfindenden waghalsigen Pferderennen erinnern das Volk an die glorreiche Ära, als mongolische Reiterhorden auf dem Rücken ihrer Tiere ein gewaltiges Weltreich eroberten.
Das Nadamu-Fest ist die einzige Abwechslung im eintönigen Alltag der Nomaden, die Jahr ein, Jahr aus mit ihren Tieren durch die unendliche Weite der Steppe ziehen. Unsere Fahrt geht nun zunächst Richtung Süden, dann nach Westen. Das Ziel ist der Lop Nor, der geheimnisumwitterte wandernde See. Wir verlassen die Gobi und fahren in die Taklamakan, die Wüste ohne Wiederkehr. Am Horizont tauchen merkwürdig geformte Kegel auf, Indizien für ein völlig anderes Landschaftsbild in der Eiszeit. Denn vor 25.000 Jahren war das Gebiet Teil eines riesigen Binnenmeeres. Mächtige Sand- und Tonschichten lagerten sich auf seinem Grund ab. Dann änderte sich das Klima dramatisch. Eine Dürreperiode setzte ein. Über den trocken gefallenen Seeboden fegten ständig Stürme mit über 150 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit. Sie trugen den Sand ab und ließen die vielgestaltigen Gebilde aus festem Ton zurück. Hedin hat für diese Formationen den Begriff Yardang in die Wissenschaft eingeführt. Hier macht er wieder eine bahnbrechende Entdeckung. Nach der Ersteigung eines hohen Yardang wird seine Neugier durch umherliegende Knochen geweckt. Menschenskelette, wie sich herausstellt. Nicht weit entfernt, ein Einzelgrab. Es birgt einen Holzsarg. Wie ein Kanu ist er aus einem einzigen Baumstamm gehauen. Vorsichtig lüften die Männer das Leichentuch. Der Forscher ist überwältigt. Wir entfernten den Teil, der das Haupt bedeckte, und nun sahen wir sie, die Herrscherin der Wüste, die Königin von Lolan und Lop Nor in all ihrer Schönheit. Ein einzigartiger Fund, der das Bild von dieser Wüste grundlegend verändert. Mehr als 200 antike Mumien wurden bis heute in der Taklamakan gefunden. Archäologisch besonders wertvoll ist die Schöne von Lolan. Geschätztes Alter 3800 Jahre. Kleidung, Art der Bestattung und Haarfarbe verweisen auf eine europäische Abstammung. Wissenschaftler schlussfolgern daraus, die Taklamakan ist aus dem Westen besiedelt worden. Wir fahren in die Lopwüste. In dieser Gegend hat China seine Atomwaffenversuche durchgeführt. Viele hundert Kilometer von jeglicher Zivilisation entfernt stoßen wir auf wagemutige Schatzsucher, die in der verstrahlten Erde wühlen. Es ist der Lockruf des Goldes, Inbegriff von Glück und Reichtum. Die jungen Goldgräber träumen davon, eines Tages heiraten zu können, das Haus der Eltern zu reparieren, ihr Kind in die Schule zu schicken. Dafür arbeiten sie hart, von früh bis spät, für 100 Euro im Monat. Doch viele von ihnen sehen ihre bitterarmen Dörfer nie wieder. Das geförderte Erz müssen sie über 20 Kilometer weit zur Waschanlage transportieren. Tag und Nacht dreht sich unaufhörlich das Mahlwerk. Der leichtere Gesteinsstaub wird vom Wasser fortgespült, nur das edle Metall sammelt sich am Boden. Mit dieser Methode gewinnt man 6 Gramm Gold aus einer Tonne Erz, wenn man Glück hat. Aber oft ist wochenlang alle Mühe vergebens. Doch für die Schürfer gibt es keine Alternative.
Frühling 1934. Sven Hedin vertauscht den Kamelrücken mit einem Boot. Die Expedition auf dem Kunshi-Fluss soll ihn in Gegenden führen, in die noch kein Mensch vorgedrungen ist. Jahrelang hat er diesem Augenblick entgegengefiebert. Er sucht eine bisher unentdeckte Route, um das Rätsel des wandernden Sees endlich lösen zu können. Entgegen allen Ratschlägen wagt er sich auf den geheimnisvollen Fluss und folgt ihm in Richtung Osten. Hedin ist elektrisiert. Der Kunshi habe seinen Lauf durch die Wüste erst wenige Jahre zuvor geändert, heißt es. Aus Urumqi war Hedin aufgebrochen, um in das Gebiet des längst vergangenen Reiches Lowland zu gelangen. Niemand weiß, ob sie auf Booten zurückkehren können und was ihn und seine Männer am Ende der Bootsexpedition erwartet. Seit Hedins gewagter Fahrt hat sich der Lauf des Kunshi-Flusses abermals mehrfach geändert. Die Menschen am Fluss sind seinen Wanderungen notgedrungen gefolgt. Fisch ist ihre Lebensgrundlage. Eine offenbar gesunde Diät, denn viele im Dorf erreichen ein biblisches Alter. Auch Ikman Mehmedi ist uralt, sogar der älteste weit und breit. Er war mit Hedins Karawanenführer Ördek befreundet. Ich wurde am Lopnur geboren und habe dort gelebt, bis ich 30 wurde. Später musste ich meine Heimat verlassen. Ich habe zweimal geheiratet und bin 114 Jahre alt. Ich war schon als Kind mit Ördek befreundet, denn wir haben im selben Dorf gewohnt. Später war er dann immer mit den Fremden unterwegs. Ördek hat mir einmal erzählt, wie er eine Ruine entdeckt hat. Sie war sehr groß. Er hat sich die Stelle gemerkt und die Fremden dorthin gebracht. Ich weiß nicht, was sie gefunden haben, aber Ördek hat danach sehr viel Geld besessen. Zwei lange, strapaziöse Monate ist Hedin bereits mit dem Boot unterwegs, um eines der großen geografischen Rätsel seiner Zeit zu lösen. Der Forscher Przewalski hatte den Lopnor ganz woanders entdeckt, als er auf den alten Karten eingezeichnet war. War der Russe einem Irrtum aufgesessen oder irrten die alten Karten? Hedin entwickelt die Theorie vom wandernden See. Für viele seiner Fachkollegen eine absurde Behauptung. Doch Hedin erklärt unbeirrt, dass sich der Lauf des Tarim und des Kunshi-Flusses durch Wanderdünen und aufgeschwemmten Flusssand ändern würde und der von ihnen gespeiste Lopnor-See darum immer an einer anderen Stelle neu entstünde. Der Forscher behält recht. Ein Meilenstein in der Entdeckungsgeschichte Innerasiens. Ein Schwede befährt als erster Europäer den Lopnor, der wieder in sein altes Seebecken zurückgekehrt ist. Hedin ist zum Augenzeugen eines von ihm selbst vorausgesagten Phänomens geworden. Nach der beglückenden Zeit am Etzingol bricht die Karawane auf, mit erheblicher Verspätung. Wieder wartet ein endlos langer, beschwerlicher Weg. Und ein grausamer Winter steht vor der Tür. Die Führer erklären, eine Durchquerung der Gobi im Winter würde zum reinen Kampf ums Überleben werden. Hedin ignoriert die Warnungen. Er will weiter. Wie damals, im Katastrophenjahr 1895. Der Besessene ahnt die drohende Gefahr. Doch wieder denkt er nicht ans Umkehren. Die Etappe vom Etzingol nach Urumqi ist 1200 Kilometer lang. Ein Himmelfahrtskommando bei extremer Witterung. Das Wetter schlägt um. Hedin berichtet, der Sandsturm hat eine Geschwindigkeit von 30 Metern pro Sekunde. Das ist, als fegte ein Besen über das unendliche Land. Die Luft ist von Millionen kleiner Sandkörner erfüllt.
Der Sturm droht, die Zelte samt Inhalt hinwegzufegen. Verzweifelt kauern sich die Männer in ihre sturmgepeitschten Unterkünfte oder versuchen, ihr Material zu sichern. Eine Reihe solcher Sturmtage kann eine Karawane zu Boden strecken, notiert Hedin. Oft dauert es Tage, bis das Schweigen sich wieder über die Wüste legt. Dann ist die Stille beklemmend. Bei eisiger Novemberkälte kommt die Karawane nur langsam voran. Die Kamele sterben reihenweise, weil sie kein Futter bekommen und trotzdem die schweren Lasten tragen müssen. Für Mitleid ist keine Zeit. Die Reise auf dem Pfad der Nachdenklichkeit, wie die Mongolen diese Route nennen, entwickelt sich zum Todesmarsch. Dem Karawanenführer bleibt nichts anderes übrig, als das Blut und die Eingeweide notgeschlachteter Tiere an die hungernden Kamele zu verfüttern. Eine makabre Kraftnahrung. Eines Morgens wacht Hedin mit starken Schmerzen auf. Der Expeditionsarzt diagnostiziert Gallensteine und verordnet absolute Bettruhe. Unter den herrschenden Umständen ein sinnloses Rezept, denn an eine Rast ist nicht zu denken. Es geht jetzt für alle um Leben oder Tod. Hedin lässt sich durch die Wüste tragen. Schwäche erträgt er weder bei sich noch bei anderen. Die Karawane muss unbedingt weiter zur nächsten Wasserstelle, wo man auch Brennstoff und Kamelfutter zu finden hofft. Die Kälte wird unerträglich. Nur langsam kämpft sich die Karawane Schritt für Schritt weiter. Das Wetter verschlechtert sich dramatisch. Es liegt ein wilder, barbarischer Reiz im Kampf mit dem Unmöglichen, notiert Hedin. Seine Schmerzen werden unerträglich, er muss im Bett durch die Wüste getragen werden. Der Winter scheint die Expedition wie in einem Abnutzungskrieg zu zermürben. Inzwischen haben auch die Männer nichts mehr zu essen und erschießen die schwächsten Tiere. Nach 3 Monaten entkommt die Karawane endlich der Gobi. Sie hat ein Drittel der Kamele verloren. Die Durchquerung des Tian Shan-Gebirges, das Hedin als letzte große Etappe überwinden musste, ist ein Abenteuer geblieben. 6000 Meter hohe Berge und reißende Flüsse versperren unserer Expedition den Weg. Ganze Ortschaften und unzählige Brücken wurden durch Hochwasser zerstört. Die Suche nach einer befahrbaren Furt wird zur zeitraubenden Strapaze und zu einem halsbrecherischen Abenteuer. Immer wieder bleiben die Jeeps im tiefen Wasser stecken und drohen, von der reißenden Strömung weggeschwemmt zu werden. Nur mit großer Mühe kann das Team sie bergen. Hedin erging es im Januar 1928 mit seinem Pferdewagen auch nicht besser. Seine Kamele und die mongolischen Begleiter hatte er an der Grenze zur Provinz Xinjiang zurücklassen müssen. Unter strenger militärischer Bewachung werden die Europäer nach Urumqi gebracht. Als der Schwede die Landeshauptstadt erreicht, wird er mit militärischen Ehren wie ein Heerführer empfangen, nicht wie ein Forscher. Die Provinzregierung ist nicht gewillt, der Lufthansa eine Fluggenehmigung zu erteilen. Für seine Auftraggeber ist die Mission gescheitert. Doch für Hedin zählt nur der persönliche Triumph. Ich habe gerade als Marco Polo meine Reisen machen können. Aber jetzt kommt die neue Epoche. Da werden die Automobile und die Flugzeuge eine viel wichtigere Rolle spielen als früher. Und da werden die Kamele, die Treuen,
alten Kamele überflüssig sein. Wir wünschen dieser neuen Zeit, dieser Zukunft Glück und Segen in ihrer Arbeit. Auch unsere Expedition erreicht den Ort, an dem Hedin seinen letzten Triumph feierte. Lopnor. Der Name stand einmal als Symbol für das größte Rätsel Zentralasiens. Heute ist der See vollständig ausgetrocknet. Er kann nicht weiter wandern. Geheimnisse gibt es hier keine mehr zu lüften. Am Ende seiner langen Reise durch die Wüste hat Hedin ein Denkmal errichten lassen. Für ihn war die Welt aus Sand, Stein und Salz ein Feind, den es zu besiegen galt. Er war von ihr besessen. Wirklich geliebt hatte sie nicht. Seine Pyramide aus leeren Benzinfässern gleicht dem Mahnmal eines längst vergessenen